Es ist der wohl legendärste Counter-Strike-Clan aller Zeiten. TAM war legendär. Das waren die krassesten Spieler, der krasseste Clan. Niemand wusste im Prinzip, was genau in der Kiste TAM steckt. Der TAM-Clan galt als unbezwingbar und gewann 78 Spiele in Folge. Und irgendwie wurden wir dann aus der Kiste gelassen und haben halt dann ordentlich rumgemäht. War immer so ein Geist. Man kannte sie nicht, aber sie waren offensichtlich da und sie waren offensichtlich auch sehr, sehr gut. Die waren halt so sagenumwoben, ne? Also man hat die Spieler ja damals nicht gesehen. Die haben sich nachts hingesetzt und haben nachts ihre Config optimiert. Legende Nummer 1, auf jeden Fall. Also FT Bayern. Das QuakeNet ist auseinandergebrochen, jeder wollte dabei sein. Und die Leute, die da gespielt haben, das waren halt, ja, die Helden für einen. Der Aufstieg und Fall des TAM-Clans. Wir schauen auf ein legendäres Counter-Strike-Team zurück. Es ist August 1999. In Deutschland wird die Sonnenfinsternis angeschaut. Sixth Sense feiert Weltpremiere und in der Nähe von Stuttgart wird Counter-Strike-Geschichte geschrieben. Fünf Jungs gründen den TAM-Clan und nennen ihn nach ihrem Heimatort im Kreis Ludwigsburg. Der Mythos beginnt. TAM war der Angstgegner für alle und waren sie das erste professionell, wenn man professionell sagen kann, nicht im Sinne von Geld verdient, sondern professionell im Sinne von, die haben das Spiel durchgespielt. Auf den Namen TAM kamen die fünf Gründungsmitglieder aus einer Bierlaune heraus. Damals war es üblich, als Clannamen eher einen englischen Namen zu nehmen. Zum Beispiel Mortal Teamwork, Ping of Death oder Advanced Online Losers, A-Losers. Doch die fünf Jungs haben zu Beginn gar keine großen Ambitionen. Und deshalb fällt die Entscheidung auf TAM. TAM ist ein ruhiger Ort, eine eher ländliche Gemeinde, die mittlerweile das Stadtrecht besitzt. Doch die fünf Jungs aus dem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart sind talentiert in Counter-Strike. Vor allem Gotteshand wird zu einer wichtigen Säule des Teams. Ich habe nur Geschichten gehört von meinen Clanmates von BHK. Und wenn meistens damals jemand besser war wie Gotteshand, dann war das so, du bist besser als der beste Spieler angeblich, also dann musst du ja cheaten. P90, MP5-Spieler, so irgendwie reinrennen und alles ummähen, so, also ein bisschen Maniac, also Maniac-Fragger so ein bisschen. Seine Spielanlagen, die er hatte, war er halt auch ein Pionier in dem Ganzen. Also das, was er damals schon gemacht hat, war die Basis, auf dem wir auch damals dann aufgesetzt haben, ja. Seinen Nicknamen wählte der Fußballfan Gotteshand natürlich aufgrund des argentinischen Nationalspielers Diego Maradona. Das hat er mir verraten. Zu den fünf Gründungsmitgliedern kommen bald weitere Spieler hinzu. Unter anderem Bishop und Immortal. Es gab jetzt nicht 1000 deutsche Server, sondern es gab ein paar deutsche Server. Man hat regelmäßig die gleichen Leute getroffen. Und dann ist das wirklich so geworden, dass man angesprochen wird und sagte, hast du nicht Bock? Und dann war ich das nicht alleine, sondern mit meinem Bruder zusammen. Ja, und dann sind wir dann relativ schnell bei TAM gelandet. Also es war eigentlich recht unspektakulär. Es gab schon einen Mythos. Ich kannte TAM vorher gar nicht. Aber schon als ich damals eingeladen wurde, war das irgendwie so, du hattest ein Gefühl, es gibt eine Präsenz, der ist überall bekannt. Jeder hat Verehrtes auch schon. Und du konntest aber gar nicht wirklich greifen, wieso oder warum. Und das, also es war schon immer eine gewisse Mystik mit TAM verbunden, die schwer irgendwie zu greifen oder zu begründen war. Das Abenteuer Clanbase beginnt für TAM am 17. Juni 2000. An diesem Tag tritt der Clan der deutschen Ladder bei. Damals allerdings nicht unter dem richtigen Clan-Namen, sondern unter einem Fake-Namen, Silent Neutralization. Jeder hatte auch einen anderen Nicknamen. Ich habe da damals als Doombringer dann angefangen. Und ja, das war der Start dann von TAM in der Clanbase. Als Silent Neutralization. Die legendäre Siegesserie startet am 19. Juni 2000 mit einem Erfolg gegen das zweite Team von The Next Generation. Die Clanbase Ladder und der Clanbase Eurocup gehörten Anfang der 2000er Jahre zu den prestigeträchtigsten Ligen und Turnieren. Du hast jeden Tag fünfmal oder tausendmal F5 gedrückt und wahrscheinlich, keine Ahnung, gefordert und hier und da und hast nicht gesehen. Ich kann mich an ein paar geile Sachen erinnern, in irgendwelchen Aftermatch-Sachen und hier und mit bestem Englisch wurdest du des Cheatens beschuldigt und keine Ahnung, was für Sachen da. War schon echt coole Sache. Clanbase war, hatte schon echt Top-Niveau. Eurocup war ja damals auch noch über Clanbase ausgetragen. Coole Sache.
TAM ist der Konkurrenz damals einige Schritte voraus. Der Clan hat sich schon früh Gedanken über Taktiken und Positionen gemacht. Stundenlang üben die Spieler bestimmte Rushes oder das Verteidigen von Bombspots. Dazu kommt, dass die TAM-Mitglieder absolute Aim-Monster sind. Mit dem Line-Up Alanon, Sebo, Immortal, Lyric und Gotteshand verliert der Clan kein einziges Spiel. Eines ist klar, wer für TAM aufläuft, der gehörte damals zu den stärksten Counter-Strike-Spielern in Deutschland. TAM war, glaube ich, so die ersten Personen, ein 5er-Stack oder 6er-Stack oder noch mehr Leute, die sich zusammengetan haben und auf dem allerhöchsten Niveau gespielt haben. TAM war legendär. Ich glaube, damit kann man es relativ kurz sagen. Das war das Team, zu dem man aufgeschaut hat, wo man liebend gerne auch gespielt hätte. Und die Leute, die da gespielt haben, das waren halt, ja, die Helden für einen. TAM war das Allergrößte. Also das waren die krassesten Spieler, der krasseste Clan. Und das war aber etwas, wo, das war so weit weg für mich, ne? Komplett nicht zu erreichen, nicht zu fassen. Die waren halt so sagenumwoben, ne? Also man hat die Spieler ja damals nicht gesehen. Es gab ja keine Fotos von den Jungs. Man hat so die Nicknames gehört, man wusste nicht, wer die sind, man wusste irgendwie ja irgendwo aus der baden-württembergischen Gegend da Jungs, die sich aus der Schule kennen oder so. Man hat halt gemutmaßt, wer das eigentlich ist, ohne es wirklich genau zu wissen. Ganz klar Legenden, zu denen man irgendwie aufgeschaut hat, ohne genau zu wissen, wer die jetzt eigentlich sind. Jeder, der gegen uns angetreten ist, wusste, dass er gegen ein Team spielt, das auf allerhöchstem Niveau agiert. Und da wird man nervös, ja, dann rutscht die Maus vielleicht mal öfters ab, als sie normalerweise abrutschen würde. Und dann hast du natürlich gegen uns schlechte Karten gehabt. War immer so ein Geist. Man kannte sie nicht, aber sie waren offensichtlich da und sie waren offensichtlich auch sehr, sehr gut. Der Mythos rund um den TAM-Clan wächst immer weiter. Denn das Team ist in der Clanbase-Ladder nicht zu stoppen. Heiß begehrt war deshalb übrigens das Ortsschild der Gemeinde TAM, das häufig von Fans geklaut wird. Und auch der Clan selbst trägt viel zu seinem mysteriösen Image bei. So gab es zum Beispiel fast keine spektakulären Fracks der TAM-Spieler in Frack-Videos zu sehen. Der Grund? Häufig wurden nur Demos von TAM-Spielern veröffentlicht, die eher unspektakulär agierten und wenige Fracks machten. Der Clan will damit vermeiden, dass andere Teams Positionen und Taktiken sehen. Im Dezember 2000 gewinnt TAM das zweite GameStar-Clan-Turnier. Das Event des PC-Spielemagazins war früher sehr beliebt und im Finale setzen sich Alanon, Sebo und Co. gegen den Clan Shotgun Brothers Revenge durch. Die Terrors trauen sich raus. Es nützt ihnen allerdings nicht sonderlich viel. Ach du meine Güte, Sebo will ich nicht im Dunkeln begegnen, nein, nein. Beim Finalgegner SBR spielte damals übrigens noch Jan Stolle, besser bekannt als Moon. Wenig später wechselt er dann zu TAM, genauso wie ein anderer talentierter Spieler, Peter Schlosser, aka Chucky. Er kommt vom Clan G-Force zu TAM. Ich wusste damals gar nicht, wer TAM ist. Also ich hatte damals kein Internet. Also ich war nur auf LANs unterwegs. Also jedes Wochenende hat mich meine Mutter auf irgendeine LAN gefahren, sei es zum Kumpel, sei es irgendwie auf einem 100-Mann-Dorf-LAN, egal wohin. Ich habe halt nur gezockt und wusste gar nicht, wer das ist. Und habe dann quasi noch ein ehemaliges Teammitglied von G-Force gefragt, so, hey, soll ich das machen? Wer ist denn das? Sind die okay? Er so, ja, mach das. Wechsel zu TAM ist vollkommen okay. Und dann habe ich dazu gesagt und dann bin ich zu TAM gewechselt. War auf jeden Fall immer ein super Spieler, halt auch schon vor TAM auf LANs gesehen und aufgefallen als guter Spieler. Und auch wirklich sympathischer Mensch, der auch immer fair war und sehr sportlich unterwegs. Der war immer bei 300%. Super Typ. Sobald der Anpfiff losging, dann war der Chucky bereit. Also das war natürlich eigentlich unglaublich. Ich meine, ich war damals auch erst gerade 16. Das war natürlich, könnte ich gar nicht so richtig begreifen, dass ich so einen Clan-Tag tragen kann. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, dass das Tag war eigentlich nie das, was den Reiz ausgemacht hat für mich, sondern am Ende war es das, mit so guten Spielern zusammenzuspielen und von denen zu lernen und mit denen zusammenzuspielen. Das war das Großartige. Das Erfolgsrezept von TAM damals, nicht nur Talent, sondern auch harte Arbeit. Die Spieler trainierten extrem viel. Teilweise zockten sie direkt nach der Schule von 13 Uhr an bis Mitternacht. Auch an den Taktiken wird teilweise stundenlang getüftelt. Und durch diese Leidenschaft für das Spiel schafft es TAM an die deutsche Spitze. Es kommt zu einem legendären Dreikampf zwischen TAM,
Mortal Teamwork und dem Schrittkommando. Von unserem persönlichen Selbstverständnis war es immer so, dass wir die Besten sind. Muss man ganz klar so sagen und auch ehrlich so sagen. Also das war unser Selbstverständnis. Ich würde behaupten, das waren damals die Matches überhaupt, jedenfalls für mich persönlich und ich glaube auch für die Community. Das QuakeNet ist auseinandergebrochen, jeder wollte dabei sein. Damals lief es ja über HLTV mit den Bots, die das Ergebnis reingespammt haben. Also für mich unglaubliche Erfahrung. Adrenalin bis zum Maximum, gerade speziell gegen Tam. Es war eine Hassliebe. Wir waren als MTW besser in Clan Wars, weil es strukturierter. Tam war besser vom Spielerischen her, definitiv. Konnte das aber in Clan Wars dann nicht umsetzen. MTW war auf jeden Fall im Prinzip unser Erzfeind, also das war unser Hauptrivale. Also das waren auch immer die Matches, die im IRC durch die Decke gegangen sind. So, da waren irgendwie 2000 Leute drin, die sich da irgendwelche Textdinger da angeguckt haben. Und das war das Duell, wo berichtet worden ist. So, das war im Prinzip dann später wie Maus gegen Text. Sehr viel Einzelskill bei denen auf jeden Fall. Aber mehr Angst hatte ich vor SK. Oder Respekt, sagen wir mal so. Die Matches gegen Tam und MTW waren immer sehr besonders. MTW haben ja auf sehr vielen Clans Turnieren gesehen, da waren wir schon ein bisschen freundschaftlicher mit ihnen zusammen. Bei Tam war es andersrum. Wir haben ja sehr selten auf Clans getroffen. Wir wussten nicht, was uns erwartet, wenn wir gegen sie spielen, aber es waren ganz tolle Spiele. Also ich habe sie noch in Erinnerung. Nie böses Blut gehabt. Tam ist im Vergleich zu Mortal Teamwork und dem Schrötkommando damals allerdings etwas seltener auf LAN-Partys zu sehen. Und dazu immer noch ungeschlagen in der Clanbase. Für viele ist das kaum zu glauben. Immer häufiger tauchen deshalb Cheat-Vorwürfe auf. Ich war immer wieder erstaunt auf irgendwelchen LAN-Partys oder so, wenn die Leute dann halt erst lachend an unseren Tisch gekommen sind, weil sie irgendwie dann die Tammer die Cheater entdeckt hatten auf der LAN-Party und dann wollten sie uns alle auslachen und so weiter, kamen immer sehr laut und trampelnd hinter uns an, um uns natürlich auch zu demonstrieren nach dem Motto, ah, hier, wir kommen jetzt her, wir lachen euch aus. Und die Leute waren halt immer sehr schnell, sehr ruhig. Also die sind dann eher so mit runtergekappter Kinnlade dann bei uns verschwunden dann wieder. Ich hatte immer Dutzende Leute hinter mir stehen, die dann zugeguckt haben. Dann wurden die Augen immer größer, die Münder immer leiser und irgendwann sind sie dann davon getrottet und man hat nichts mehr gehört und das war dann auch okay. Cheat-Vorwürfe gab es immer, aber im Prinzip haben die einen halt so ein bisschen stolz gemacht halt eher. Weil man hat halt einfach eine Leistung gebracht, die für andere unrealistisch erscheint. Aber letztendlich, ich würde für jeden eigentlich die Hand ins Feuer dafür legen, dass da niemand gecheatet hat von uns. Im März 2001 kommt es dann zu einem echten Transferhammer in der deutschen Counter-Strike-Community. Einer der stärksten deutschen AWP-Spieler wechselt zu TAM, Scorp. Er hatte kurz zuvor Mortal Teamwork verlassen. Bei MTW hat es gekriselt und ich wollte wieder Richtung Oldschool. Tam kannte mich, ich kannte die seit Stunde null und habe die Verbindung gemacht und bin dann auch darüber gehüpft. Einer sicherlich für damalige Verhältnisse. Der Vorreiter von Johnny Air an der AWP, würde ich mal behaupten. Scorp hilft Tam nicht nur auf den Servern, sondern auch als Autor. Denn im April 2001 erscheint das legendäre Tam-Buch. Eigentlich heißt das Ganze Counter-Strike das offizielle Buch. Die meisten sagen aber einfach nur Tam-Buch dazu. Der Future Press Verlag aus Hamburg hatte den Clan angefragt und der hatte dem Buchprojekt zugestimmt. Auf 164 Seiten verraten die Tam-Spieler Taktiken und Spieltipps. Aztec habe ich gemacht, das war meine Map. Wir sollten eine Map näher beschreiben oder Taktiken beschreiben, meine ich. Und sollten auch jeder ein, zwei Demos für die CD, es gab eine Edition mit CD, dabei legen. Auch legendär und ich hätte auch gerne ein Counter-Strike-Buch geschrieben und im Regal, wo dann vielleicht MTW draufsteht. Insofern, ja, klasse Sache, was sie da gemacht haben. Inhaltlich, ich weiß nicht, ob ich noch was gelernt habe, aber also das war auf jeden Fall eine tolle Sache, die sie da veranstaltet haben. Ich glaube, die Oldschool-Counter-Strike-Fans, die können sich alle an das Tam-Buch erinnern. Damit ist es ja auch nochmal eine Story für Tam, dass ein Team damals irgendwie ein Buch rausgebracht hat. So, ne? Also war sehr spannend und viele, die dann ja auch die Taktiken genau eins zu eins so kopieren wollten. Das Tam-Buch wird zum Erfolg und sorgt dafür, dass der Mythos Tam wächst und wächst. Allerdings sorgt es auch für viel Unruhe im Clan. Denn die Spieler gehen davon aus, dass sie einen Teil der Einnahmen des Buches bekommen. Das Geld wird jedoch in den Clan gesteckt und zum Beispiel für Fahrtkosten zu LAN-Events oder CPL-Turnieren genutzt.
Das sei so aber auch mit den Spielern vereinbart worden. Das hat mir die damalige Clanleitung gesagt. Die Einnahmen des TAM-Buches sollen zwischen 10.000 und 30.000 D-Mark betragen haben. Mitte 2001 hat TAM dann die Chance, bei gleich drei großen LAN-Events als Sieger hervorzugehen. TAM nimmt an der CPL Holland, dem dritten Clanbase Eurocup und den PC Action Masters in Nürnberg teil. Bei der CPL Holland belegt TAM gemeinsam mit dem deutschen Schuldkommando-Team den fünften Platz. Beim Clanbase Eurocup, der in der Nähe von Amsterdam stattfand, schafft es TAM ins Finale und muss gegen den finnischen Clan Exusia ran. Hi, I'm standing here with Counter-Strike Clan TAM and this is TAM Alanon, Sabo, Chaggy, Gladiator, and Moon. Hello, how are you? Fine. Der damalige Topspieler der Finnen, Zetor, erinnert sich auch heute noch gut an das Finale. Wir erwarteten, dass TAM ein harter Gegner sein würde und wussten, dass wir alles geben mussten, um sie zu schlagen. Der Clanbase Eurocup war für damalige Verhältnisse extrem professionell organisiert. Allerdings saßen die beiden Teams im Finale relativ nahe beieinander. Einfach Taktiken ansagen ging deshalb nicht. Wir mussten uns seltsame finnische Wörter und Ausdrücke einfallen lassen, um unsere Taktiken anzusagen. Ich sagte zum Beispiel Maksamakara, was das finnische Wort für Leberwurst ist und einen B-Rush bedeutete. Die Finnen zeigen im Finale auf das 2 und Train eine starke Leistung und gewinnen den Clanbase Eurocup. TAM muss sich am Ende mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Auch bei den PC Action Masters in Nürnberg schafft es TAM ins Finale. Doch auch hier zieht der Clan den Kürzeren. Im Finale gegen das Schrittkommando bricht TAM die Map-Wahl das Genick. Das 2 lag auf jeden Fall an das 2 im Prinzip. Hätten wir die Map besser verstanden, dann hätten wir Siegchancen gehabt. Ob es zum Sieg gereicht hätte, weiß ich nicht. Es war schon unheimlich spannend. Gegen TAM haben wir dann auch im Finale, glaube ich, die erste Map noch verloren, sodass wir in der zweiten Entscheidungsmap dann erst den Sieg geholt haben. Da dann aber zum Glück recht deutlich. In der Clanbase Ladder ist der Clan dafür auch weiterhin ungeschlagen. Bis Ende Juli 2001 hat das TAM-Team 78 Siege in Folge eingefahren. Die virtuelle Weste ist weiß. Allerdings muss auch gesagt werden, dass TAM am Ende den erfolgreichen Clanbase-Account eher verwaltete und nicht mehr gegen die ganz großen Teams spielen wollte. Klar, der Druck, die legendäre Siegesserie zu gefährden, ist groß. Es wurde schon stark selektiert, gegen wen man spielt. Eben damit diese Eins auf der Verliererseite da, auf der Loss nicht auftaucht. Die Kritik war durchaus berechtigt, hatte aber auch den Grund, dass wir so viele Punkte hatten, dass wenn wir gegen die gespielt hätten und selbst wenn wir mit 10 Runden Vorsprung gewonnen hätten, hätten wir einen Haufen Punkte verloren. Von daher war da das natürlich auch eine Abwägung. War nicht nur der Grund, dass wir nicht gegen die Starken spielen wollten, sondern wir wollten auch diesen Punktestand, den wir uns erarbeitet haben, wo wir wussten, dass der wahrscheinlich nicht mehr erreicht wird, den wollten wir natürlich auch nicht verlieren. Also wir haben nicht nur gegen schlechte Teams gespielt, weil die Clanbase war auch so strukturiert, dass du erstens bei Inaktivität hast du Punkte verloren, das heißt, du musstest spielen und du hast gegen schlechte Clans hast du dann nur irgendwie ein oder drei Punkte bekommen oder so, das heißt, du musstest gegen halbwegs gute Teams spielen, aber wir haben natürlich jetzt nicht irgendwie gegen Teams gespielt wie SK oder MTW oder sowas, die nichts zu verlieren hatten im Prinzip und einfach nur uns schlagen wollten, um jeden Preis in der Clanbase, um diese weiße Weste zu beflecken. Und klar, wir wollten natürlich ein zu Null haben. Wir wollten die als erstes deutsches Team die 2000 Punkte knacken, haben wir auch geschafft. Klar, wir haben es verwaltet auf jeden Fall im Endeffekt, ja. Clan-intern soll es allerdings immer mehr Streitigkeiten zwischen den TAM-Spielern und der Clanführung geben. Ungewöhnlich ist zum Beispiel, dass es kein festes 5-Mann-Line-Up gibt, sondern häufig 7 oder 8 Spieler durchrotieren müssen. Die Clanleitung soll die Aufstellung bestimmt haben, sehr zum Missfallen der Spieler. Auch die Diskussionen rund um die Einnahmen des TAM-Buches reißen nicht ab. Dazu sind mittlerweile andere Clans wie Mortal Teamwork oder das Schrödkommando professioneller aufgestellt. Sie haben große Sponsoren und sind Multigaming-Clans. TAM möchte aber auch weiterhin auf einen familiären Umgang innerhalb des Clans setzen. Aus menschlicher Sicht absolut nachvollziehbar. Doch dadurch wird es für TAM immer schwieriger, gegen die ambitionierte Konkurrenz bestehen zu können. Das Ziel war ja von SK, von MTW und eigentlich von allen, dass man von in jedem Spiel das beste Team hat im Land. Und
am Ende haben das halt MTW und SK recht gut geschafft und TAM hatte halt ein gutes Team, was sie so halbwegs organisiert bekommen haben und das war es halt. Es waren auch einige, die haben die Lust verloren von den Spielern und es waren einige, die auch mit der Führung Probleme, also die Probleme mit der Führung waren sicherlich ausschlaggebend. Ein weiteres Problem damals ist, dass die Deutsche Telekom im Frühjahr 2001 die ISDN-Flatrates eingestellt hatte. Zocken im Internet wurde dadurch richtig teuer. Und ohne Sponsoren war es für die TAM-Spieler nicht mehr möglich, so viel zu spielen. Ende August 2001 kommt es dann zum letzten Paukenschlag. Der TAM-Clan verkündet das aus und tritt den Gang in die Inaktivität an. Das Counter-Strike-Team wechselt zu Paradox. Und ein neues CS-Team will TAM nicht verpflichten. Auf Anfrage teilte mir die ehemalige Clanleitung mit, dass sich die Prioritäten damals verschoben hätten. Im Fokus stand jetzt das Real Life und nicht mehr Counter-Strike. Deshalb fiel die Entscheidung, den Clan inaktiv zu setzen und auch kein neues CS-Team aufzubauen. Mit dem Aus von TAM geht ein großes Stück CS-Geschichte zu Ende. Überhaupt nicht verstanden, warum das Team, dieser riesige Clan mit so einer Reputation so aufhört auf einmal. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Ich habe es also überhaupt nicht verstanden. Es war krass, weil TAM war eigentlich der erste große deutsche Clan, auch wenn das eigentlich noch nicht so viel ausgesagt hat. Es war dieser Ruf halt, der immer da war und alle haben gesagt so, oh krass, TAM. Am Ende war es aber irgendwas, was wahrscheinlich kommen musste. Ich denke immer noch sehr positiv an diese Zeit, vor allem weil es halt einfach vom Teamgefühl her einmalig war. Also wir haben uns alle gut verstanden, wir hingen alle zusammen den ganzen Tag im Battlecom rum. Wir haben uns nicht angeschrien, wir haben uns nicht angemacht, so. Wir haben uns gegenseitig vertraut, so. Wir haben zusammen Spaß gehabt und so. Und das war halt einfach ein richtig, richtig, richtig geiles Team. Und ich glaube, deswegen war es auch so erfolgreich. Ich fand es tatsächlich sehr, sehr schade. Man hat hier, glaube ich, einige Jungs, ein Sebo beispielsweise bei Rising Inferno, glaube ich, noch später gesehen, aber den typischen Tam Gotteshand, der ist, glaube ich, von der aktiven Bildfläche verschwunden. Das war schon sehr schade. Also ich war sehr traurig, weil ich wusste, weil ich viele Menschen halt persönlich kannte. Ich kannte das Potenzial des Clans und ja, das war einfach nur traurig und schade, wie es dann am Schluss zu Ende gegangen ist. Obwohl es TAM nicht mehr gibt, machen die ehemaligen TAM-Spieler auch weiterhin die Server unsicher. Scorp holte sich anschließend mit SK einen CPL-Titel in Brasilien. Chucky und Moon sind mit Alternate Attacks erfolgreich. Bishop und Gladiator gewinnen mit den A-Losers bzw. Okrana die ESL Pro Series. Zurückblickend kann man sagen, dass es TAM innerhalb von nur 2 Jahren geschafft hatte, zu einem der bekanntesten deutschen Counter-Strike-Clans zu werden. Und auch die legendäre Siegesserie in der Clanbase Ladder konnte kein anderes Team überbieten. Auch wenn das Ende sicherlich bitter war, der TAM-Clan ist und bleibt eine Legende, ein Mythos.